Hallo Ladies, heute gibt es ein kleines Tutorial für euch und zwar zeige ich euch, wie ich mich in weniger als 6 Minuten fertig mache. Für all diejenigen, die genauso faul sind wie ich oder auch diejenigen, die wenig Zeit haben, sich morgens früh fertig zu machen, ist das Video genau das Richtige. Im ersten Schritt benutze ich einen Kiss Wimpernkleber und gebe den ein wenig auf meine Wimpern drauf. Die Wimpern habe ich von Amazon, das sind sogenannte 3D Mink Lashes. Nachdem ich das gemacht habe, lege ich die Wimpern zunächst einmal zur Seite, sodass der Wimpernkleber ein wenig austrocknet. Nun ziehe ich mir einen Eyelinerstrich und das nur am Rand von meinem Auge. Hierzu benutze ich den Eyeliner Pen von Essence. Im nächsten Schritt benutze ich das Make-up von Maybelline, und zwar das Fit Me Make-up in der Nummer 220. Zusätzlich benutze ich einen Concealer von Catrice, den Camouflage Concealer in der Nummer 10. Da ich morgens früh nicht so viel Zeit habe zum Schminken bzw. auch viel zu faul bin, benutze ich für meine Augenbrauen das Eyebrow Gel von Essence, um meinen Augenbrauen ein wenig Form sowie auch ein wenig Farbe zu verleihen. Kommen wir auch schon zu dem wichtigsten Teil im Gesicht, und zwar zu dem Nasencontouring. Hierzu benutze ich das Pot von MAC in der Farbe Quite Natural. Eigentlich ist das Ganze ein Augenbrauengel, aber ich benutze das Ganze für meine Nase, da es nicht nur die richtige Konsistenz zum Auftragen und zum Verblenden hat, sondern weil es auch wirklich sehr lange hält, was ich leider von den anderen Produkten, die ich bisher getestet oder ausprobiert habe, wie auch immer, leider nicht behaupten kann. Hier verleihe ich meinem Gesicht noch ein wenig Kontur mit der NYX Konturpalette. Hierbei benutze ich die etwas dunklere Farbe und trage es unter meinen Wangenknochen auf, um sie so ein wenig zu betonen.
Und damit meine Nase ein wenig spitzer wirkt, trage ich hierbei nochmal ein wenig Highlighter auf die Nasenspitze sowie auch auf meinen Nasenrücken auf. Das Ganze mache ich mit der Strobing-Palette von Rival de Loup. Auch auf mein Lippenherzchen ein wenig, um sie ein wenig zu highlighten. Dann kommt auch schon der Lip Liner zum Einsatz, der ist ebenfalls von Rival de Loup in der Farbe Rosewood. Und um meinen Lippen ein wenig Volumen zu verleihen, trage ich hier Concealer auf meinen Lippen auf und anschließend den NYX Lippenstift in der Farbe Athens, um alles miteinander zu vermischen sowie auch zu verblenden. Und das war's auch schon mit dem Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!